Hallo und herzlich willkommen. Ich war jetzt schon länger nicht mehr da und wollte jetzt mit meinen GIMP-Tutorials fortfahren. Und zwar habe ich euch in einem vorherigen Video gezeigt, wie ihr mit der magnetischen Schere ein Objekt freistellen könnt. Jetzt wollte ich euch mal ein relativ neues Auswahlwerkzeug vorstellen, womit ihr Objekte freistellen könnt. Ist auch ebenfalls eigentlich relativ einfach und lässt sich in GIMP auch ziemlich gut umsetzen. Und zwar heißt das Ganze Vordergrundauswahlwerkzeug. Das findet ihr hier oben. Das ist also ein relativ neues Verfahren. Und zwar macht auch dieses Werkzeug genau das, wonach es sich anhört. Und zwar wollt ihr ein Objekt ja vom Vordergrund freistellen und den Hintergrund wie genau mit der magnetischen Schere transparent machen, um später dann gegebenenfalls einen anderen Hintergrund hinzuzufügen. Dazu werde ich jetzt erst einmal ein Bild öffnen. So, und da haben wir es auch schon. Ein riesengroßes Gebiss, das wir dann halt jetzt mal von der Umgebung freistellen wollen. Ist vielleicht nicht das Optimale, aber jeder weiß dann auch, was gemeint ist. Lässt sich halt auf jedes x-beliebige Objekt oder Bild halt anwenden. So, der erste Schritt ist halt mit dem Vordergrundauswahlwerkzeug hier ganz grob hier rum, um das Objekt, was ihr freistellen wollt, einen groben Rahmen zu ziehen. Das mache ich jetzt mal. Es muss wirklich also nur ganz grob sein. So, bis das hier hinten wieder schließt. Und ihr seht, hat er schon mal vorab eine Auswahl gemacht. So, jetzt hat der GIMP erstmal mitgeteilt, wo ungefähr sich das zu freistellende Objekt befindet. Der nächste Schritt ist jetzt mit dem Pinselwerkzeug das Objekt anzugeben. Kommt also bitte nicht auf die Idee, das eigenständige Pinselwerkzeug hier anzuklicken, sondern wie ihr seht, automatisch nach der ersten Auswahl mit dem Vordergrundauswahlwerkzeug springt der direkt um auf den Pinsel. Das sind also mehrere Werkzeuge in einem vereint. Also bitte nicht das separate Pinselwerkzeug hier anklicken, sonst ist die Auswahl nämlich verschwunden. So, also wie gesagt, das haben wir jetzt hier schon mal und jetzt könnt ihr halt mit dem Pinselwerkzeug das Objekt hier angeben, indem ihr quasi auf der Innenseite genau dasselbe macht, was ihr halt außenrum gemacht habt. Den Pinsel könnt ihr vergrößern oder verkleinern. Mit dem Objekt lasse ich ihn jetzt mal so groß. Und da macht ihr halt auch jetzt erstmal so grob eine Auswahl und malt quasi das zu freistellende Objekt komplett aus. Bin ein bisschen wackelig. So, was machen wir jetzt mal? So. Wenn ihr jetzt die Maustaste loslasst, es dauert einen Moment, macht ihr schon mal so eine Freistellung. Ihr seht, hier ist es schon relativ genau. Hier sind noch so ein paar Sachen, die kann man halt noch verfeinern, aber es ist halt auch ebenfalls kein Problem. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. In dem Fall ist es ja hier ein Objekt an einem Stück ohne irgendwelche Lücken, das ihr hier zusammenhängend angeklickt habt. Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und zwar, ihr seht hier zum Beispiel, ist außerhalb vom Objekt, sind hier Unregelmäßigkeiten.
Und hier quasi auf der Innenseite. So, jetzt müsst ihr halt, um das zu beheben, immer aufpassen. Wenn ihr jetzt die Innenseiten hier korrigieren wollt, muss hier Vordergrund markieren angeklickt sein. So, und das lassen wir dann mal so. Mit der Steuerungstaste und dem Mausrad könnt ihr das Bild entsprechend vergrößern. So, das mache ich jetzt mal. Und ihr seht, hier sind halt diese unsauberen Kanten. So, jetzt ziehe ich mir das mal ein bisschen in Position. So. Jetzt setze ich hier an. Und fahre halt hier nochmal langs den Unregelmäßigkeiten. Das muss auch nicht 100% genau sein. Und dann lasst ihr los und dann wird ihr die Auswahl, wie ihr seht, hier korrigieren. Desto größer ihr das Bild macht, desto genauer wird es nachher. Aber ich denke, jeder weiß, was gemeint ist. Ihr könnt auch nicht, also anfangen und dann loslassen und weitermachen, sondern jede Auswahl müsst ihr quasi mit gedrückter Maustaste, sobald ihr die loslasst, wird das halt neu freigestellt. In dem Fall scrolle ich das jetzt mal weiter nach hier, so, und dann machen wir hier weiter. Je nach Objekt könnt ihr natürlich auch die Pinselgröße, wie ich euch gezeigt habe, verändern. So, und schon wird direkt wieder die Auswahl korrigiert. Jetzt scrolle ich jetzt, zoome ich mal wieder etwas raus. Und ihr seht, das sieht schon wesentlich besser aus. Aber ist immer noch nicht ganz korrekt. So, ihr seht, desto größer ihr das macht, desto genauer könnt ihr das eigentlich machen. Aber ich sag mal, jeder weiß, was gemeint ist. Und dann machen wir das jetzt hier nochmal. So. Dann zoome ich nochmal raus. Da oben sind immer noch so ein paar Kleinigkeiten. So. So, um euch das mal zu zeigen. So, jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Jetzt liegt ja hier die Unregelmäßigkeit außerhalb des Objekts, was ihr freistellen wollt. Da müsst ihr hier auf Hintergrund markieren klicken. Einfach draufklicken. Dann habt ihr auch dasselbe Ding, also dasselbe Werkzeug und könnt dann, macht ihr dasselbe, was ihr vorher auf der Innenseite gemacht habt, hier auf der Außenseite. Loslassen und auch da wird dann die Auswahl korrigiert. Natürlich müsst ihr das jetzt ein bisschen anpassen. Ihr seht, jetzt ist es wieder nach innen gesprungen. In dem Fall wechselt ihr einfach wieder auf Vordergrund und bleibt ein bisschen weiter weg. Wie gesagt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es auch Gefühlssache. So, ihr seht, das sieht schon ganz gut aus. Sieht jetzt immer noch zackig aus, weil es halt arg vergrößert ist. Okay, machen wir das hier unten nochmal eben weg. Aber jeder weiß jetzt hoffentlich, hat verstanden, wie es funktioniert. Es ist eine relativ einfache Art, Objekte freizustellen. Und jetzt scrollen wir nochmal raus und ihr seht, das sieht schon viel, viel besser aus wie vorher. So, hier machen wir das dann hier oben nochmal. So, nochmal ranzoomen. So, jetzt kann es natürlich sein, dass es wieder ins Objekt hineinspringt. So. Und dann die Maustaste einfach loslassen.
So, ach, es geht. Also es ist nicht so sehr reingesprungen, aber jeder weiß jetzt nun, was gemeint ist. So. Ich mache das jetzt nochmal grob fertig. Eben nicht so weit. Seht ihr, jetzt habe ich mich halt vertan. So seht ihr, da habe ich mich vertan. In dem Fall war hier Vordergrund markieren angeklickt und ich habe versucht, außerhalb vom Objekt das zu machen. Das ist natürlich verkehrt. Müssen wir wieder hier auf Hintergrund markieren gehen. Und dann fahren wir da noch mal lang. Das mache ich jetzt noch mal. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen. So, jetzt muss ich natürlich das hier auf der Innenseite wieder etwas korrigieren. Innerhalb des Objekts geht ihr wieder auf Vordergrund markieren. Das versuche ich jetzt auch nochmal ein bisschen zu begradigen, so schnell. Ja, okay, in Ordnung. So, jetzt scrollen wir nochmal raus und ihr seht, es ist eigentlich eine relativ passable Freistellung in relativ kurzer Zeit entstanden, als wie mit der magnetischen Schere. Ich werde das jetzt mal fertig machen. So, desto mehr Arbeitsschritte oder Arbeitsgänge bei der Auswahl ihr macht, desto feiner wird das eben alles, ne? So, jetzt mache ich das nochmal ein bisschen größer. Ihr könnt dann noch, je nachdem, wenn ihr Objekte habt mit viel kleinen Zwischenräumen oder Haare, da könnt ihr auch hier den Weichzeichnungsfilter etwas hochdrehen. Hier sieht man es jetzt nicht so dolle, aber auch hier seht ihr am Rand, ich kann es noch mal ein bisschen vergrößern, wird das halt doch alles auch noch ein bisschen feiner, desto höher ihr hier den Weichzeichnungsfilter habt. Ist jetzt hier nicht so doll ersichtlich, aber wenn ihr Haare habt oder Tiere mit Federn, da seht ihr das halt mit dem Weichzeichnungsfilter besser. So, dann scrollen wir nochmal wieder raus. So, ihr seht, es ist eigentlich schon recht fein. Wenn ihr das Ganze jetzt mit Enter bestätigt, seht ihr, habt ihr genau wie in dem anderen Tutorial mit dem Magnetscherenwerkzeug diese Auswahl. Auch das könnt ihr eben noch weiter verfeinern, wenn ihr genau hinschaut, wie hier die Ecke, indem ihr hier halt die Schnellmaske anklickt. Ihr seht, da ist noch ein kleiner Fehler und damit könnt ihr das halt noch weiter verfeinern. Mach mal die Schnellmaske mal wieder aus. So, ich kann das ja auch noch mal zeigen. Dasselbe Prinzip jetzt wie bei dem Freistellen mit der Magnetschere. Und zwar macht ihr hier die Schnellmaske an. Wenn ihr zum Beispiel Fehler findet, so wie hier oder hier, scrollt ihr also richtig groß ran. So wie hier, dann seht ihr das. Und dann wählt ihr hier den Pinsel oder den Stift. So, ihr seht, das ist jetzt hier mit scharfen Kanten oder halt den Pinsel. Vordergrundfarbe eben schwarz. Und dann skaliert ihr euch das, dass es am besten passt. Und dann malt ihr das hier ebenso nach. In der Schnellmaske wird halt schwarze Farbe rot angezeigt. Und dann könnt ihr das
eben zum Schluss hier noch feinarbeiten. Hier Pixel für Pixel, je nachdem, wie groß oder wie fein ihr das haben möchtet. Das ist ein bisschen Arbeit, aber auch eine schöne Art, um Objekte freizustellen. So, jetzt scrollen wir mal wieder raus. So, und dann nehmen wir die Schnellmaske mal wieder weg. Und ihr seht, so kann man halt das Ganze nochmal nacharbeiten. So, jetzt wollen wir das Ganze halt eben noch freistellen. Das ist auch wie in dem letzten Tutorial von mir. Einfach hier oben auf Ebene, Maske, Ebenenmaske hinzufügen. So, und dann nehme ich hier die Auswahl und dann hinzufügen. Wie ihr seht, so, jetzt ist das Objekt freigestellt. Es sieht auch relativ gut aus, jetzt sage ich mal, für das Tutorial in der Kürze der Zeit. So, damit wäre also das Objekt freigestellt. Jetzt könnt ihr dann die Auswahl noch abwählen. Dafür geht ihr hier einfach auf Auswahl, nichts auswählen. Und dann habt ihr euer Objekt zunächst mal freigestellt. Und je nachdem, was es ist, jetzt kann man die auch noch in Größe skalieren oder duplizieren, je nachdem, wenn man Tiere hat oder Menschen oder wie auch immer. Aber dazu werde ich im nächsten Tutorial werde ich mal ein kurzes Tutorial machen, wie ihr dann solche Sachen auch duplizieren könnt oder kopieren könnt. Und ich hoffe, es hat euch erstmal soweit gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.